Ich habe heute Déjà-vu. In den 80er Jahren ist genau dasselbe passiert, was heute passiert. Wir sind diskriminiert worden. Der Skisport war schuld an den Mooren, am Pistenbau, am Waldsterben, an den verdreckten Flüssen. An allem war der Skisport die Schuld. Und da haben wir es müssen dann werden. Also man kann sich das heute noch, ihr könnt es in der Presse nachlesen bei euch. Das war eine schlimme Zeit. Und der Skisport ist wirklich diskriminiert worden in einer Form, dass die Deutschen die Schulskikurse aufgehört haben. Ich habe gesagt, wir können nicht in die Alpen fahren, wir zerstören die Berge. Und dann sind die deutschen Schulskikurse ausgeblieben. Wir haben dann natürlich gekämpft, dass der Skisport sauber sein soll und muss. Und Sie können meine Vorträge nachlesen. Ich habe 1980, das ist lange her, und 82 gesagt, der Skisport muss erkennen, wo die Probleme sind. Wenn es welche gibt, muss man sie beseitigen. Aber wo es keine Probleme des Skisports sind, da muss man energisch dagegen vorgehen, dass man nicht also beschuldigt wird für Dinge, die wir nicht machen. Und das ist für mich ein ganz großes Credo und das habe ich heute noch. Ich bin einer, der die Natur liebt. Ich bin einer, der dafür einsteht. Aber ich mag überhaupt nicht, wenn man verleumdet wird, wenn man diskriminiert wird und der Grund dafür nicht richtig ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass der Skisport diskriminiert wird, ehrlich gesagt. Und da tät ich nur mal Fernsehen schauen, ORF. Ja. Also, wenn man das Gefühl hat, dann ist das halt, dann wird man, weiß man wahrscheinlich nicht, was wirklich diskriminiert werden heißt. Wenn man glaubt, der Skisport wird jetzt gerade diskriminiert. Er wird kritisiert. Es machen sich Leute Gedanken, ob man was verbessern kann. So wie Sie sich vor 30 Jahren, 40 Jahren Gedanken gemacht haben, was man besser machen kann, wo es Probleme gibt und was zu lösen gibt. Aber er wird nicht diskriminiert. Das machen wir heute auch noch. Das ist ein Unterschied. Deswegen sind wir ja da, oder? Das ist der Grund. Nein, nicht deswegen sind wir da, das haben wir schon vorher gemacht. Nicht deswegen sind wir nicht da. Aber gibt es jetzt keine Probleme mehr, die gelöst werden müssen? Es gibt immer Probleme, es kommen immer neue Probleme. Und man muss wachsam sein, dass Probleme auftauchen, dass man sie entsprechend bekämpft, falls sie zu bekämpfen sind. Und benennt. Und benennt, na klar. Habe ich in meinem Vortrag geschrieben, das liegt ja auf, schon 1980. Und das hat sich nie geändert in meiner Person. Und ich stehe dafür ein, aber was im letzten Winter auf den Skisport abgeladen wurde, das war reine Diskriminierung. Wenn du bei den Rennen bist, verstehst du, und Ski fährst und das nicht siehst, tut es mir leid. Aber es war also wirklich ein Bashing, wie es im Buch steht. Und das können wir uns im Skisport nicht gefallen lassen. Christoph, aus der Sicht, was der Peter sagt, des Journalisten, wie hast du es erlebt oder vor allem das vergangene Jahr und hat der Skisport so ein bisschen seine Unschuld verloren? Na, die Unschuld hat er sicher nicht verloren. Ich wehre mich auch gegen diesen Ausdruck Diskriminierung, weil das hat im Skisport nichts zu suchen und das gibt es auch nicht im Skisport. Was sehr wohl der Fall ist, meines Erachtens, er hat ein Imageproblem. Das Image des Skisports an sich war definitiv schon einmal besser. Und das ist uns jetzt gerade wieder bewusst worden, rund um die Diskussionen beim Weltcup-Auftakt. Das war sehr aufgeheizt, sehr emotional, extrem polarisierend. Und ich glaube, andererseits sieht man da auch wieder den Stellenwert, den der Skisport in Österreich hat, dass er so eine Thematik hat und dass er so groß darüber berichtet wird. Und ich glaube, das sollte man auch aus der Warte einmal sehen. Eine Frage, was war in Sölden falsch? War gar nichts falsch. Es war ein perfekter Weltcup-Auftakt. Also, der Zeitpunkt. Der Zeitpunkt. Da gibt es mehrere Argumente dafür. Da gibt es ein Argument, und das haben wir uns jahrelang angeschaut. Ich bin immer dafür eingetreten, den später zu machen. Immer. Weil er näher an Levi ist, das weißt du ganz genau, und dadurch, dass der Weltcup durchgefahren werden kann. Aber das Hauptproblem ist dort die klimatische oder die Wettersituation. Meistens hast du eben nach diesem Wochenende schlechtes Wetter und wie es jetzt war, ist eh wieder eingetreten. Da fährst du gar nicht. Und dann muss man sich überlegen, ob dann von 10 Rennen 5 ausfallen oder ob ich lieber den früheren Termin nehme. Aber der Termin hat doch mit der Umwelt nichts zu tun. Doch, weil er zwingt AthletInnen dazu, dass sie auf andere Kontinenten trainieren, weil zu dem Zeitpunkt in Europa noch keine Trainingsbedingungen möglich sind, um sie auf so ein Rennen vorzubereiten. Aber was hat das jetzt mit dem Rennen zu tun? Ja, die Athletinnen müssen ja vorher trainieren, um bereit zu sein für das Rennen. Und das kann man in Europa zu dem Zeitpunkt nicht. Und deswegen müssen sie nach Südamerika oder nach Neuseeland fliegen. Ist der Skisport bald ein Fall fürs Museum? Nein. Es wird immer Regionen geben, wo der Winter noch da ist. Natürlich haben wir jetzt sagen wir mal, die letzten 2 Jahre jetzt nicht so bei uns im Voralpenland. Sind ja die Berge nicht so hoch, natürlich schon unsere Probleme.
Man muss das auch ein bisschen anders sehen. Also der Skisport selbst war ja früher, wenn ich jetzt meinen Ort alleine nehme, war ja eigentlich genau der Tourismusmagnet schlechthin. Und von da aus hat das Dorf gelebt. Da sind die Hotels gekommen, da ist der Bäcker hat es zu tun, der Handwerker. Das ist ja ein Ökosystem. Also somit kann auch die Jugend in so einem Dorf bleiben oder in so einem Tal, um praktisch das zu bewegen, dass das natürlich jetzt so weit kommt. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir immer pauschal immer nur Leute angreifen, die eigentlich ein Mini-Teil davon sind, von denen, was passiert. Und die ganz Großen, die wo wirklich riesen Probleme bereiten, die ignorieren das. Und das, also ich, wenn eine Firma sanieren müsste, dann schaue ich mal, wo habe ich die größten Probleme. Und die tue ich einmal abschaffen. Aber das machen wir nicht. Günther, du hast die Studien zu diesem Thema gemacht. Was sagt denn die Wissenschaft zum Thema Skisport und Skifahren und Profiskifahren? Ja, ich trage Wissen zusammen. Die Wissenschaft oder sagen wir so, der Konsens der Forschung ist eigentlich überhaupt nicht so pessimistisch wie die Öffentlichkeit, also die öffentliche Meinung. Und das finde ich eine spannende Diskrepanz, eine gewisse Irrationalität, und das müssen wir auflösen. Übrigens, wir haben zuerst die tollen Bilder gesehen. Die waren ja aus der Boomphase des Skifahrens und des Skitourismus. Der Skitourismus ist im deutschsprachigen Raum eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Wirtschaftswunder groß geworden. Die wichtigste Zutat für einen erfolgreichen Skitourismus sind immer die wirtschaftlichen Faktoren. Und dann hat es zufällig in die 60er und 70er Jahre auch noch sehr lange Winter gegeben. Die längsten Winter, seit wir Aufzeichnungen machen in den Alpen, also in den letzten 130 Jahren, waren die längsten Winter in die 60er und 70er Jahre. Da hat man dann vor Weihnachten die Saison verlängert mit den Wedelwochen und so weiter. Die Sommer sind immer kürzer geworden. Ein gewisser Rudi Carrell hat dann ein Protestlied gesungen. Wann wird es mal wieder richtig Sommer? 1975. Ja. Und seit der Rudi dieses Lied gesungen hat, sind die Sommer wieder besser geworden, länger geworden, die Winter kürzer. Das heißt, wir haben da nicht nur Bilder gesehen, wo gesellschaftlich das Skifahren total hip war und nur positiv besetzt war, sondern auch alle Rahmenbedingungen ideal waren. Und jetzt ist dieser Wirtschaftsboom natürlich nicht mehr so, und wir haben auch nicht mehr diese XXL-Winter. Und viele Skigebiete, die erst in die 60er, 70er aus dem Boden geschossen sind, die funktionieren jetzt nicht mehr. Die klassischen Skigebiete, die es vor über 100 Jahren schon gegeben hat, die funktionieren immer noch. Wie viel wird es denn noch geben in Zukunft? Ja, genau. Da muss ich genau dann widersprechen. Das stimmt. Ja, kannst du dann. Ja. Und jetzt zur Frage nach der Zukunft. Also, es gibt in Österreich die Klimaszenarien, wo die globalen Klimaszenarien auf Österreich runtergebrochen werden. Die heißen ÖKS 15 Klimaszenarien. Und die sagen voraus, im schlimmsten Fall, also im Worst-Case-Szenario, in den nächsten 30 Jahren bis zum Jahr 2050 1,4 Grad weitere Erwärmung der Winter. Das heißt, die Schneegrenze wird um 200 Meter raufgehen. Und das ist etwas, was das Skifahren, der Skisport verkraften kann, vor allem in Zusammenarbeit mit der technischen Beschneiung. Und Forscher an der Universität Innsbruck, unter anderem Robert Steiger, den ich gut kenne, die haben errechnet, dass im Worst-Case-Szenario 80% der heutigen Skigebiete mit den heutigen Möglichkeiten der technischen Beschneiung noch Skibetrieb anbieten können. Das heißt, das ist etwas, was aus meiner Sicht sehr, sehr optimistisch ist, weil in den nächsten 3 Jahrzehnten wird sich auch die technische Beschneiung verbessern. Das heißt, aus Sicht der Forschung eigentlich sehr gute Rahmenbedingungen, trotz Klimaerwärmung. Aber die öffentliche Meinung ist komplett anders, und da ist eine gewisse Irrationalität, die fasziniert mich. Drum machen wir hier mal den Faktencheck, ja. So quasi einen klimatechnischen Kassasturz. Matthias Makl ist bei uns. Matthias, gleich mal die Frage zu Beginn. Wo stehen wir denn klimatechnisch im Moment? Ja, da schauen wir uns am besten mal die Wettertafel oder heute eigentlich die Klimatafel mal an. Da können wir mal ein bisschen weiter ausholen, um das ein bisschen einordnen zu können. Da oben ist einmal quasi unser gesamtes Erdzeitalter, die Klimageschichte der Erde, seitdem sie so existiert, also über 4 Milliarden Jahre alt. Und wir sehen da sofort, das ist schematisch aufgezeichnet, dass wir immer wieder einen Wechsel haben zwischen sehr warmen Phasen, die sogar deutlich wärmer waren als das, was wir jetzt erleben, oder auch viel kälteren Phasen. Also zum Beispiel ganz interessant, vor circa 700 Millionen Jahren haben wir zum Beispiel die
ist die Hypothese ein Schneeball-Erde erlebt, wo wirklich bis zum Äquator alles vereist, vergletschert war. Also kann man sich gar nicht vorstellen. Also da gab es schon andere Phasen. Man muss aber dazu sagen, das waren auch ganz andere Zeiten. Zum Beispiel die Kontinente in der heutigen Form hat es da noch gar nicht gegeben. Und es gibt für diese ganzen Schwankungen sehr viele natürliche Ursachen. Also da kommen zum Beispiel Vulkanausbrüche ins Spiel, eben die Verteilung der Kontinente, wie sie passieren, natürlich auch solare, also Sonnenstrahlungsfaktoren oder natürlich auch eine Variation der Erdumlaufbahn. Auch das spielt immer wieder in gewissen Zyklen eine große Rolle. Also nur das zur Einordnung. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, unser Zeitalter beginnt hier so ab vor 2,6 Millionen Jahren bis heute. Und wir befinden uns eigentlich in einem Eiszeitalter. Richtig. In einer Warmphase, in so einem Eiszeitalter. So, so viel dazu. Also es gibt sehr wohl, das ist wichtig festzuhalten, natürliche Ursachen für sehr sprunghafte Variationen im Klima und in der Mitteltemperatur. Für uns oder für die Diskussion, was jetzt den Skisport betrifft, ist aber natürlich jetzt die jüngere Vergangenheit und auch ein weiterer Ausblick natürlich ganz interessant. Und das schauen wir uns hier mal unten an. Also wir sehen hier von 1800 bis heute so die Temperaturentwicklung für Österreich in Rot und Blau dann global dazu. Und was hier noch wichtig dazu zu erwähnen ist, dass oben sind natürlich Rekonstruktionen. Wir haben natürlich keine Messdaten von vor Millionen oder Milliarden Jahren. Das unten, das ist tatsächlich eine Messzeitreihe. Also seit über 250 Jahren haben wir brauchbare, seriöse Messungen, was das Wetter betrifft. Und somit kann man das ganz gut auswerten. Und was wir hier sehen für Österreich ist, dass es natürlich auch da gewisse Schwankungen gibt, aber vor allem dann eben den Anstieg, speziell dann seit den 1980er Jahren, den man auch eben messen kann. Und der fällt in Österreich sogar größer aus als im Globalen. Also in Österreich haben wir, man vergleicht das immer gern mit dem vorindustriellen Zeitalter, haben wir etwa eine Erhöhung von, zumindest in den Tieflagen, von etwa knapp 2 Grad. Global sind wir circa bei 1 Grad Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Und wichtig dazu zu sagen ist, es gibt, wie gesagt, natürliche Ursachen für solche Klimawandel oder Klimaänderungen. Und die kann man natürlich auch in der jetzigen Phase nicht 100% ausschließen. Da können gewisse Dinge einen Faktor spielen. Aber die entscheidende Rolle, die wird diesem Anstieg, die wird den Menschen zugeschrieben. Also durch das Emittieren, durch das Ausstoßen von Treibhausgasen wie CO2. Und das lässt sich eben hier eben ganz gut auch messen, dass wir derzeit in einer Phase leben, wo eben das Klima sich erwärmt und wo wir das eben auch messen können anhand so langjähriger Temperaturzeitreihen. Matthias, vielen Dank. Wir versuchen uns den Ist-Zustand einmal ein bisschen anzunähern. Sofort, Peter, lassen wir den Julian mal ganz kurz davor. Welche Schlussfolgerungen ziehst du da draus, auch bei dem, was der Günther vorher gesagt hat? Ich finde in der Grafik ein bisschen schade, dass diese extrem lange Zeit, also diese Zeitskala gibt und dann diese relativ kurze. Wenn man sich das jetzt, wenn man ein bisschen den Mittelweg finden würde und diese letzten paar Zentimeter vom oberen Graph anschauen würde, dann sieht man, dass wir vor circa 12.000 Jahren aus einer Eiszeit rausgekommen sind, oder wir, die Erde ist aus einer Eiszeit rausgekommen, und die letzten 12.000 Jahre, das sogenannte Holozän, war ziemlich eine Phase von ziemlich stabilem Klima, und das war die Phase, in der Menschen Zivilisation aufgebaut haben. Die haben zu der Zeit angefangen, sesshaft zu werden, Landwirtschaft zu betreiben, Zivilisation aufzubauen. Relativ stabiles Klima. Ja. Relativ im Vergleich zu früher. Im Vergleich zu dem, was... Aus heutiger Sicht extreme Klimaschwankungen im Holozän, aber im Vergleich zur Eiszeit relativ stabil. Ja, zumindest so, dass sie eine Zivilisation ausbreiten hat. Ja. Und dieses Zeitalter, dieses Holozän, haben wir jetzt schon verlassen, weil die globale Durchschnittstemperatur jetzt schon... höher ist als in dieser ganzen Phase von diesen 12.000 Jahren. Puh, da wäre ich vorsichtig. Da wäre ich ganz vorsichtig. Darf ich was sagen? Also die wärmste Periode war ja am Anfang dieser 10.000 Jahre, im ersten Drittel, da war das Holozän Maximum. Und da waren die Gletscher in den Alpen kleiner als heute. Und die Baumgrenze in den Alpen, was ja ganz ein wichtiger Indikator ist, war höher als heute. Ja. Also da wär, aber das ist ja nur, weil sie, die, ganz, das, weil sie die Wälder noch nicht angepasst haben an dieses Klima, das wir jetzt innerhalb von diesen 150 Jahren... Das stimmt allerdings, aber ich war trotzdem... Aber man soll keine Klimadiskussion jetzt haben, es geht ja um den Skisport. Und ich glaube, also, was der Meteorologe gesagt hat, das stimmt ja, aber ich habe nur eine Frage. Ich schaue ganz genau bei der ZAMP immer hinein, und die ZAMP hat da einen, ich habe es alle schriftlich da, ich kann ja das belegen, hat in ihrem Bericht
gesagt, 124 Klimamodelle hat es gegeben, bis 19. Davon waren 3 richtig. Stimmt das oder stimmt das nicht? Also, wenn ich mich auf diese Klimamodelle verlasse, auch in der Zukunft, dann wird es schwierig. Also, ich bin der Meinung, man muss sich einstellen, dass es wärmer wird, keine Frage. Da muss sich auch der Mensch drauf einstellen. Es wird Gewinner und Verlierer geben, auch keine Frage. Aber der Skisport wird nicht bei den Verlierern sein, das ist der Punkt. Weil wenn es 2 Grad wärmer wird, dann wird der Skisport nach wie vor also existieren. Und ich habe ganz genau, ich beobachte das seit über 50 Jahren. Und ich habe von einem Kloster Aufzeichnungen. Ich habe sie drüben da bei meinen Papieren. Da ist 1200 irgendwas Weihnachten Obstbaumblüte. 2-mal im Jahr Obsternte. Weihnachten, Blüte, im Juni Ernte. Also wir waren wesentlich wärmer als wir heute. Die Gletscher waren viel kleiner wie heute. Das liegt halt in dem Zyklus drin, der halt da ist. Die Frage. Und damals, muss man so, was ich jetzt da noch sagen möchte, ist, hat sie in den 70er Jahren, was du da gesagt hast, Wedelwochen gegeben, es ist kälter geworden, ungefähr 15 Jahre war das. Wir sind Wedelwochen gefahren. Und wenn man das jetzt nachliest, dass damals, wie diese Zeit war, wo wir Wedelwochen gefahren sind, eine neue Eiszeit prophezeit worden von den gleichen Geologen, von den gleichen Journalisten wurde uns gesagt, es wird Kriege geben, es wird Hochwasser geben, es werden Hurricanes kommen, in dieser Zeit, wo es so kalt worden ist. Es wird Hurricanes geben und der Mensch ist schuld. Also ich kenne mich da nicht mehr aus. Und darum vertraue ich diesen Statistiken nur bis zu einem gewissen Grad. Ich muss sagen, mein Zugang zu einer solchen Statistik ist, ich nehme die zur Kenntnis, überlege mir, welche Schwierigkeiten können entstehen und auf die werde ich mich vorbereiten. Wenn es dann nicht eintritt, haben wir Glück gehabt. Ne? Aber ich glaube, dass für die nächsten 50 Jahre oder sagen wir bis 50 der Skisport sicher kein Problem haben. Aber für mich ist ja die andere Frage, was kritisierst du am Skisport? Ja. Das haben wir bis jetzt nicht erfahren. Mhm. Und das ist das, was mich also interessiert. Ich weiß, dass du ja pro Winter bist oder was. Jetzt weiß ich nicht, wie man im Winter schützen kann. Das weiß ich nicht. Man kann den Sport im Winter schützen, aber wenn man im Winter schützt, ist man neu. Also erklär mir das bitte, dass ich einen Zugang habe zu dem, was du vertrittst. Okay, also wir haben da ziemlich ein großes Problem und das heißt Klimakrise. Und das ist faktisch bewiesen. Es gibt 6 IPCC-Reports. Der eine hat, jeder ist noch evidenter geworden. Wir wissen, dass sie die Erde erhitzt. Das haben wir ja gerade gehört. Ja. Bis zu 2 Grad. Und wir wissen, dass das ein ziemlich großes Problem ist. Und nicht nur, weil der Skisport jetzt darunter leidet. Der Skisport, den wird es wahrscheinlich nur eine Zeit geben. Aber wenn es einmal so weit kommt und es schaut so aus, als würde es so weit kommen, wenn wir jetzt nicht endlich einmal was dagegen tun, dass großflächig Dürren gibt, großflächige Überschwemmungen. Ja. Also bekannte und anerkannte Wissenschaftler, Klimawissenschaftler, sagen, dass unsere Zivilisation dieses Jahrhundert nicht überleben könnte, wenn es so weitergeht. Und wenn es unsere Zivilisation nicht mehr gibt, dann gibt es unseren Skisport auch nicht mehr. Es gibt 9 Milliarden Menschen und da muss es 2 Milliarden geben. Das muss man auch sagen. Und 2 Milliarden Menschen brauchen nicht so viel, Essen, brauchen nicht so viel Energie. Also 9 Milliarden, das ist ein Punkt, oder? Aber für mich ist die Frage dann nicht beantwortet, weil die Klimakrise. Ich habe das verfolgt. Da warst du der Klimawandel. Ja. Und dann haben wir nicht darauf reagiert und jetzt ist es eskaliert und jetzt ist es eine Klimakrise. Und wenn wir jetzt noch immer nicht darauf reagieren, ist vor der Klimakatastrophe und dann sind wir alle im Arsch. Ihr verkauft es als Klimakatastrophe. Ich sehe die Katastrophe nicht, bitte. Ja. Das ist mein Problem. Wo ist die Katastrophe? Es gibt eine Studie, die besagt, dass... Studien gibt es viele. Ja, die ist zum Ergebnis gekommen, dass bis 2050 1,5 bis 3 Milliarden Menschen ihre Heimat verlieren, weil es um den Äquator eine Todeszone entstehen wird und die dann entweder sterben oder flüchten müssen. 1,5 Milliarden Leute. Wo kommen die dann hin? Jetzt haben wir, ich habe es ja nochmal gesagt, 1200, 2 Obsternte. Nicht einmal 10 Jahre später. Es gibt lokale Abweichungen, aber wir reden da von einem globalen Trend. Da auch. Nicht einmal 10 Jahre später. War die Donau zugefahren? War die Themse zugefahren? Sind sie mit die schwer belagerten Lastwagen über die... Das sind schöne Geschichten, aber das ist keine Wissenschaft. Wir haben Wissenschaft. Nein, Moment einmal, Wissenschaft. Das ist, ja, Wissenschaft. Lass mich ausreden.
Die Wissenschaft ist ja eines, je nachdem, du es nach hinten zeigen oder nach vorne. Und das sind Fakten. Das ist ja nicht etwas, wo ich sage, das ist eine Prognose. Da sind sie mit den schwer beladenen Lastwagen über die Donau gefahren. Es war die Ernte kaputt, es ist nichts mehr gewachsen. Und es gibt auch Klimatologen, wie zum Beispiel den Reinhard Böhm, den ich gut gekannt habe, ob du noch kennst, oder? Mit dem ich viel diskutiert habe, der sagt, und es gibt andere auch, es ist besser, es wird wärmer, als es wird kälter. Wärmer ist, ein wesentlich besserer Teil. Es wird immer Schwankungen geben, wärmer oder kälter. Kälter ist für uns wesentlich kritischer als wärmer. Wir müssen ein bisschen zurückkommen und das ein bisschen einfangen, auch wieder in Richtung also, Skifahren, Skiweltcup. Darf ich noch bitte gerne, weitermachen? Also dieses Problem gibt es. Ich weiß, Sie widersprechen, aber wir haben dieses Problem. Und der Skisport ist nicht dafür verantwortlich. Der Skisport ist nicht schuld dran. Aber der Skisport ist... Aber wie reagiert man im Skisport? Weil das Weltklima wärmer und wahrscheinlich wird die Sendezeit halt nicht reichen. Aber wir haben ja gesagt, wo liegt die Zukunft des Skisports? Und was kann man da tun? Was wird vielleicht zu hysterisch diskutiert? Was wird vielleicht nicht genug diskutiert? Die Frage ist, was tut man ja, im Skisport? Ja, das ist meine Frage. Also, der Skisport ist nicht schuld dran. Der Skisport, das war meine Frage. Was würdest du ändern? Ja. Was du am Skifahren kritisierst? Ja, das ist eine Frage gewesen. Ich hoffe, oder ich bin der Meinung, dass der Skisport eine Szene wäre, die einen Wandel vorantreiben könnte und mit gutem Beispiel vorangehen. Erstens ist der Skisport hauptsächlich in Ländern bekannt und präsent, die historisch sehr viel zur Klimakrise beitragen haben, am meisten. Und somit auch irgendwie die Verantwortung haben, als erstes voranzugehen, was zu verändern in Richtung besser, damit andere dann folgen können. Zweitens, der Skisport siegt die Auswirkungen der Klimakrise sehr deutlich. Wir sehen die Gletscher, die schmelzen, wir sehen die Schnee hängen, wo kein Schnee ist, sondern nur ein weißes Bandel und so weiter. Das ist der zweite Grund, wieso eigentlich man denken würde, der Skisport ist eine gute Szene, um diesen Wandel anzutreten. Oder was würdest du verändern? Was würdest du vorschlagen? Um das geht es ja. Genau, und da kommen wir dann zu den Forderungen, weil die FIS hat sie ja auch schon dazu bekannt, dass sie da Vorreiter sein wollen im Klimaschutz und dass sie eine Emissionen, sie haben den UN Sports for Climate Action Framework unterschrieben, damit haben sie sich dazu verpflichtet, dass sie eine Emissionen bis 2030 halbieren und bis 2040 klimaneutral werden. Und dafür möchte die jetzt einfach nur eine Strategie und einen Plan vorgelegt kriegen, veröffentlicht haben, wie wir das jetzt genau schaffen, weil die derzeitigen Bemühungen der FIS sind leider insuffizient und werden uns nicht zu diesem Ziel führen. Hättest du Vorschläge? Warte mal ganz kurz, lass mal. Markus Wasmeier hat mehrfach schon Phasen gehabt, wo er lange nicht geatmet hat. Ich mache mir Sorgen. Markus, bitte ordne du das einmal ein, wie du das aus deiner Sicht siehst. Also ganz ehrlich, jetzt muss ich dich jetzt einmal was fragen. Du bist ja im Weltcup, du tust ja selber Skifahren. Mhm. Du möchtest ja mal ganz nach oben kommen, oder? Ja. Ja. Weißt du. Und was musst du da alles machen? Trainieren. Und? Profihaft. So. Weil du vorher mal kurz angeschnitten hast. Ja. Dann fahren wir auf Neuseeland zum Trainieren. Dann fahren wir auf Chile und Argentinien. Mhm. Das ist mach mal. Wahrscheinlich schädlich, oder? Ist klimaschädlich. Klimaschädlich. Sehr super. Aber du machst das trotzdem? Ich mach's, ja. Okay. Prost, okay. Dass ich es ein bisschen einschätzen kann. Also, wenn einer Profi wäre, ja, dann haben wir in eins, kurz bevor jetzt wir dran gekommen sind, war Formel 1. Mhm. Ritt einer vom Formel 1? Sie sollten es machen. Ja, aber ich sag das jetzt bloß. Das ist nur, weil halt jetzt hat eine Publicity aufgebaut wird, die einen kleinsten Bereich zu dessen, was jetzt der Skisport, ja, wir haben ein Problem, weil wir nicht trainieren können und wir müssen woanders hinfahren. Mhm. Aber trotzdem, du magst es ja, weil du möchtest ja auch nach oben kommen. Ja. Ja, aber das ist ein bisschen unkonsequent. Ich mag's, weil ich muss, weil es anders geht. Nein, du musst ja nicht. Wieso musst du's? Kannst du aufhören. Mach doch alles freiwillig. Ja. Kannst du aufhören, jederzeit. Ja. Dann macht er gut. Aber was würde ich damit ändern? Ja, es wird genau der nächste nachhucken und mein Platz haben, wieder um mich fliegen, trainieren und es wird sich nichts ändern. Viel gescheiter ist, dass ich probiere, gut zu werden, meinen Einfluss zu nutzen und meine Reichweite zu nutzen, um von innen heraus in der ganzen Szene was zu ändern. Wenn die Rennen nach hinten verschoben werden, weil ich mich dafür einsetze und mein viel weniger irgendwo hinfliegen und dann habe ich viel mehr bewegt, wie wenn ich einfach aufgehört hätte und den Anfliegen
ordnen wir die Fakten ein bisschen ein, dass wir uns nicht verlieren. Und wie gesagt, der Julian hat hier einen schweren Stand mit vielen Gegenmeinungen. Also bitte den Julian hier ausreden lassen. Wir werden da schon noch drüber sprechen. Wir eins ist schon klar, ich glaube, der Julian setzt sich nicht hier hin und sagt, der Skisport ist an allem schuld. Man kann einen Weg gehen, um so ein bisschen eine Leuchtturmfunktion zu haben. Werden wir aber drüber sprechen. Warte ja auch noch auf die konkreten Vorschläge, Julian, bist noch schuldig. Günther, angesprochen war die Formel 1, es ist auch Fußball angesprochen. Ich kenne die Zahlen aus deinen Studien, dass man hier mal ein bisschen Relation schafft. Also eine Saison im Profi-Weltcup-Skisport ist quasi oder andersrum. Eine Formel 1-Saison verursacht fünfmal so viele Emotionen. Ist das richtig? Wie kann man das einordnen? Naja, ich bin ja ein Skitourismusforscher. Und da, im Skitourismus ist es klar, jede Form des Tourismus hat das Reisen inne. Und im Reisen ist natürlich in CO2-Hinsicht das Problem. Das heißt, ich muss mich von A nach B bewegen. Und auch im Skitourismus ist, wenn wir es jetzt alles in CO2 bemessen, dann habe ich ca. 2/3 bis 3/4 der CO2-Emissionen. Das kommt aus der Reisetätigkeit. Das heißt, das Skifahren an und für sich, die Tätigkeit vor Ort spielt fast keine Rolle. Also wenn ich in einen Wintersportort anreise, dann ist es fast egal, ob ich den ganzen Tag im Hotel bleibe und Fernsehen schaue oder ob ich Schneeschuhwandern gehe oder langlaufen gehe, das mache ich zum Beispiel sehr gern, oder ob ich eben Skifahren gehe im Skigebiet, das spielt fast keine Rolle. Und so ähnlich ist es natürlich auch mit dem Profi-Rennsport. Es kommt auf die Reisetätigkeit drauf an. Und da hat der Skitourismus kein anderes Problem als alle anderen Sportarten, die um die Welt dingeln, die einen gewissen Zirkus bilden. Nur einen Unterschied gibt es natürlich. Der Skizirkus ist natürlich mini gegen andere Sportarten. Also ich kann die Aufregung nicht ganz verstehen. Natürlich kann sich der Skitourismus weiter verbessern. Übrigens, ich bin Berater von Skigebieten. Ich kenne kein einziges Skigebiet, wo nicht die Nummer 1 auf der Agenda Nachhaltigkeit ist. Ja, klar. Und ich kenne keinen... Skifahren tut man ja auf der ganzen Welt, nicht überall natürlich, aber doch den Globus umspannend. Ich kenne keine Region, die so extrem nachhaltig ist wie der deutschsprachige Raum. Das heißt, Im Skisport. Ja. Aber auch sonst. Und jetzt könnte ich ganz salopp sagen, wenn der Skitourismus, wenn der Skirennlauf nachhaltig werden will, dann dürfen sie nur noch Rennen im deutschsprachigen Raum machen. Weil da ist das nachhaltigste Skifahren von der ganzen Welt. Aber auch da kommen genau die Diskussionen und machen wir den Bogen wieder kurz zum Weltcup. Darf ich da noch was sagen noch dazu? Es geht ja eigentlich nicht um einen Weltcup. Weil im Weltcup kannst du ganz wenig verändern. Du kannst nicht zweimal nach Amerika fahren, das ist okay, bin ich sehr dafür. Man kann sagen, was ich soll, kommt ein bisschen später. So, aber der Rest kannst du gar nicht verändern. Wir fahren auf fremdem Grund. Der gehört nicht einmal uns, wir haben nicht ein eigenes Stadion. Also das ist für mich der Rennsport. Den Rennsport schlägt man deswegen, weil man das Publikum erwischen will. Den Publikum-Skilauf, der stört alle. Ich sage, da fahren die Massen in die Alpen und die zerstören die ganzen Alpen. Und das ist der Vorreiter, ist der Skisport, der Rennsport. Das ist eigentlich das Thema. Nein. Bitte, ist so. Also nicht mein Problem. Dein Problem, aber unser Problem. Wenn der Skisport diskriminiert wird und er wird diskriminiert und ich bleibe bei dem Wort, dann pass auf, ich muss mir jetzt eines sagen. Es gibt, falls man uns zugesteht, dass wir in den Alpen leben dürfen, gar nicht so einfach, oder? Dann ist der Skisport ökonomisch, ökologisch das Beste, was es überhaupt gibt für die Täler. Du hast einen sehr geringen Platzbedarf. Die Leute sind mit 15 Quadratmeter zufrieden. Kleinen Platzbedarf, sehr hohen Ertrag. Es wird alles Dreck und alles aufgeräumt. Das ganze Tal lebt davon. Stellen wir uns vor, was man immer propagiert. Wir gehen Touren in derselben Menge. Da ist alles hin. Also man muss schon sehr vorsichtig damit umgehen, den Skisport zu diskriminieren und vor allem den Breitensport. Und dann ist noch was, es gibt keine Tourismusort, kein Name auf der Seilbahn hat. Die Seilbahn fährt ja nicht nur im Winter, die fährt ja auch im Sommer. Und bringt Menschen auf die Berge, die sonst eigentlich nicht hinauf könnten. Und das ist ja vorher schon gesagt worden, du kannst, ich bin gefahren mit 3 und jetzt fahre ich mit 80. Du kannst mit 3 Generationen, sogar mit 4, kannst du Urlaub machen. Na, was gibt es denn Schöneres? Und darum bin ich absolut dagegen, dass man mit Argumenten, die nicht zutreffend sind, den Skisport diskriminiert. Und von dir habe ich kein Wort oder keinen Vorschlag gehört, wie man den Weltcup verbessern könnte.